Hallo liebe Leute, was geht? Sag ich jetzt mal so. Also, jetzt fängt mein Tag erst an, richtig? Das ist natürlich Quatsch. Ich habe Kinderdienst gehabt, wie jeden Morgen. Heute haben wir Freitag, ja, und meine Frau ist arbeiten, ich muss auf die Kinder aufpassen. Kita zu, Schulferien. Ich habe 3 Kinder zu Hause. Ja. Mit denen kann ich jetzt nicht so viel machen, weil ja jetzt auch schon wieder meine Frau da ist, die Mutti ist wieder da. Mensch, fantastisch, dann wollen die Kinder auch zu Hause sein, kannst vormittags nichts machen. Meine Tochter hat lange geschlafen. Ja, dann bin ich hier, habe gerade die Vorstellung gemacht für dieses wunderschöne, hässliche Kanzelle-Rad, ja, was ich dann bei eBay jetzt offeriere, als Bastlerstück, ja, wohlgemerkt, Bastlerstück. Und jetzt ziehe ich wieder rüber, dann gibt's Essen. So, und dann werde ich schon wieder schneiden. Also ist eine ganz kurze Geschichte heute. Werde ich schneiden alles, hochladen und das war's. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und vielleicht, wenn irgendwas aufregend passiert, melde ich mich natürlich. Und es wird noch hinten rangehangen oder so. Aber erstmal bis jetzt, und jetzt haben wir es ja schon um 15 Uhr, ist nichts passiert heute. Ich habe mich um die Kiddies gekümmert. Ich hätte euch wieder zeigen können, wie wir gefrühstückt haben zum Beispiel. Aber ich habe da jetzt schon oft genug gesehen. Also passiert ja gerade nichts. Passiert nichts. Kann ich nicht machen. Ich mache jetzt den Keller langsam leer, nach und nach. Und das war's. Insofern verbleibe ich erstmal und wir sehen uns gleich, vielleicht gleich nochmal. Jetzt zeige ich erstmal rüber, jetzt zu essen. Kriege ich euch jetzt wieder zeigen, wie wir essen. Dann seht ihr uns immer nur beim Essen. Das ist das, was jeden Tag passiert. Essen. So ist es halt. Man kann sich das nicht aussuchen, ne, im Leben. Oder so. Hier steht übrigens dieses wunderschöne Klappi. Auf meiner Baustelle steht das rum. Und ich muss ja mal sagen, warum bietet denn keiner? Ist nicht 1 Euro geboten. Kann doch nicht wahr sein. Das Ding ist für ab 1 Euro und hat noch keiner geboten auf das Ding. Ich verstehe das nicht. Wenn am Ende die Gazelle mehr Geld bringt als das Klapprad, ja, dann stelle ich das auch wieder ein. Also dann kannst du das auch vergessen. Weil diese Gazelle ist dann wirklich... Na, weil Klappi ist doch cool und kultig. Und was ist denn da los? Bietet mal ein bisschen. Was soll denn das? Seid nicht so zaghaft. Ach, Beobachter. Ja, toll. Davon kann ich mir auch nicht gerufen. Na, sag mal. Ich will doch ein bisschen Valuta. Ich freue mich auf die 20 Euro, die das gerade bringt. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich meine, ich verstehe das halt nicht. Warum wird denn da nicht geboten? Ich meine, 1 Euro kann man immer bieten. Den Anfang kann man immer machen. 20 Euro kann man immer bieten. Fuffi kann man eigentlich auch immer bieten. Da macht man nichts verkehrt. Das ist halt für Newton Zweck. Für Newton Zweck dahingegen, dass ich endlich wieder ein bisschen Platz im Laden kriege und dann auch wieder ganz anders agieren kann. Ich möchte irgendwas anderes machen, was Neues machen. Was ich machen möchte, verrate ich euch noch nicht. Es hat natürlich mit Fahrrädern zu tun. Also was ich machen will, ich werde was verändern im Laden auf alle Fälle. Aber was ich da genau mache, weiß ich selber noch nicht. Kommt drauf an, wie gut es hier läuft, auch die Aktion. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe schon einen Plan. Den werde ich aber noch nicht verraten, weil wenn das hier nicht läuft mit dem Verkauf, ja, kann ich den Plan auch vergessen. Dann hat sich das auch erledigt. Hier wird eben ehrlich gespielt mit offenen Karten und nicht mit irgendeinem Schnulli-Bulli oder so. Ja, und irgendwie Schnissi-Schnassi und Effekttascherei oder so ein Quatsch. Mache ich nicht. Habe ich nicht drauf. Einfach. Bin ich zu blöd für. Ja, das ist ein ganz ehrlicher Kanal und halt da einfach Daumen hoch. Und abonniert. Ne? Und weiter sagen. Vor allem weiter sagen. Sagt's weiter. Ja. Deswegen. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Bis dann. Ciao.